irgendwo in Deutschland. Ein Manager greift zum Telefon, um seinen Geschäftspartner in Übersee anzurufen. Was er nicht ahnt, irgendwo hängt sich ein Geheimdienst in die Verbindung, um vertrauliche Informationen zu stehlen. Bill Hamilton. Ja, hi. Dave. The interest rate, which can be fixed at 7.5%, which... What are we supposed to focus on? Im Herzen von England, nördlich von Leeds, liegt Manwith Hill, die größte Abhöranlage in Europa. Sie gehört der NSA, National Security Agency. Der amerikanische Geheimdienst betreibt von hier aus mit riesigen, unter weißen Schutzhüllen verborgenen Parabolantennen militärische und politische Aufklärung. Und wohl auch Wirtschaftsspionage. Bei Wirtschaftsspionage denkt man zunächst an diesen Mann, José Ignacio López. Er wird verdächtigt, vor seinem Wechsel von General Motors zu VW Betriebsgeheimnisse des amerikanischen Autokonzerns gestohlen zu haben. Auch wenn sich seine Schuld erweisen sollte, der Fall López wäre keineswegs charakteristisch. Wirtschaftsspionage wird heute weit seltener durch untreue Spitzenmanager als durch große Nachrichtendienste begangen. Von Manwith Hill aus zapft die NSA Satelliten an, schneidet Telefongespräche mit, fängt Faxe ab. Der Fall López soll von hier aus seinen Ausgang genommen haben, weil die Amerikaner bei der Überwachung von VW-Telefonleitungen von den Abwanderungsgelüsten des Spaniers erfuhren. Bonn. Josef Karkowski leitete bis Ende 1993 die Abteilung Geheim- und Sabotageschutz im Bundesamt für Verfassungsschutz. Ein Insider also, der noch immer über die nötigen Drähte zur deutschen Spionageabwehr verfügt. Auch Karkowski geht davon aus, dass die López-Affäre durch einen Lauschangriff der NSA ins Rollen kam. Bei der Bedeutung, die Autoindustrie für Amerika hat, dann hätte ich von vornherein unterstellt, dass hier NSA mit am Tisch sitzt. Hier wird gegen die Interessen einer vermeintlichen Interessen einer amerikanischen Firma ein bestimmtes Projekt verfolgt. Und da könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass die amerikanische Seite Wege findet, General Motors in entsprechender Weise zu informieren. Der überwiegende Teil des internationalen Fernmeldeverkehrs findet heute drahtlos statt. Über Richtfunkstrecken und über Satelliten. Im Zeitalter der modernen Kommunikation tauschen Wirtschaftsunternehmen und Großbanken ihre Informationen und Daten über den Äther aus. Und immer sitzen Nachrichtendienste wie die amerikanische NSA mit ihren elektronischen Ohren irgendwo dazwischen. Zum Beispiel in Manwith Hill. Eine britische Fraueninitiative aus Audley hat in den letzten Jahren den Schleier des Geheimnisses um die amerikanische Abhöranlage in England ein wenig gelüftet. Manchmal dringen die Frauen, die sich durch den großen Bruder in ihrer Privatsphäre bedroht fühlen, nachts auf das streng gesicherte Gelände des US-Geheimdienstes vor. Mit einer Videokamera bewaffnet erkunden sie die Anlage, die seit 1990, also nach Ende des Kalten Krieges, nicht etwa verkleinert, sondern systematisch ausgebaut wurde. Das ist die neue Überwachungsanlage, die Daten von den Satelliten sammelt. Immer wieder fallen den Audley-Frauen vertrauliche oder sogar geheime Unterlagen in die Hände. Mehr als 2000 Amerikaner arbeiten in Manwith Hill unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Bislang hat die NSA die nächtlichen Besuche als Scherz abgetan, hat keine Anzeige erstattet. Man will offensichtlich jede Publizität über die geheimen Aktivitäten vermeiden. Die aus der Anlage geschleusten Dokumente geben unter anderem Aufschluss über das Projekt Moonpenny, bei dem Satelliten fremder Staaten angezapft werden. Und über das Projekt ROW, das gezielt die Kommunikation befreundeter Länder analysiert.
nehmen die US-Geheimdienste NSA und CIA seit Ende der kommunistischen Bedrohung verstärkt befreundete Länder ins Visier? Richard Meyer ist davon überzeugt. Er war 30 Jahre lang in den deutschen Geheimdiensten aktiv, bei BND und Verfassungsschutz. Man kann nicht die westlichen Nachrichtendienste heilig sprechen, dass sie einander wie Ordensbrüder nur betrachten, nur in gemeinsamer Demut verharren. Wenn CIA seine Aufgaben erfüllt, dann muss sich auch darum kümmern. Das ist seine Aufgabe. Auch die nationale Pflicht kann über die Freundespflicht gehen. Washington. CIA und NSA leiden seit einigen Jahren unter Orientierungslosigkeit. Wird die gigantische Spionagemaschinerie noch gebraucht? Im Februar 1993 räumte der damalige CIA-Chef James Woolsey vor einem Kongressausschuss erstmals neue Ziele der Dienste ein, darunter Wirtschaftsspionage. Das sei zurzeit eines der heißesten Themen. November 1995. Im vornehmen Hotel Omni Shoreham findet alljährlich eine Tagung statt, auf der amerikanische Nachrichtendienstler über ihre Zukunftsperspektiven diskutieren. Offizieller Veranstalter ist die Privatfirma OSS. Der Vortragssaal des Hotels gilt dann als Sperrgebiet, nur für geladene Gäste. Unter der Zusicherung, gewisse Spielregeln einzuhalten, zum Beispiel bestimmte Vorträge nicht mitzuschneiden, erhalten wir erstmals Gelegenheit, uns dem kamerascheuen Volk zu nähern, das sich hier versammelt hat und in diesem Jahr über globale Sicherheit und globalen Wettbewerb diskutieren will. Also auch über Wirtschaftsspionage. Initiator der Tagung ist Robert Steele, ein ehemaliger CIA-Agent, der jetzt die Beratungsfirma OSS leitet. Und während auf dem Podium der Sprecher des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus für neue Aufgaben der Agenten plädiert, lauscht unten einer der leitenden CIA-Leute, der eine Fernsehkamera nach wie vor mit großem Argwohn betrachtet. Einer der wenigen Gäste, die zu den neuen Aufgaben Stellung nehmen, ist William Colby, früherer Direktor der CIA. Der große Unterschied heute ist, dass es keinen Kalten Krieg mehr gibt. Der war ja sehr dominant in unserem ganzen Denken und Handeln. Seitdem können wir uns mit Problemen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit beschäftigen, mit Fragen, welche Möglichkeiten da existieren. Wir haben amerikanischen Unternehmen schon geholfen, ausländische Firmen aufzuspüren, die mit Bestechung arbeiten, um Exportverträge abzuschließen. Wir sind da eingeschritten, sodass ein amerikanisches Unternehmen den Zuschlag bekam. Colbys Aussage lässt erkennen, dass bei der CIA ebenso wie hier im streng geheimen Hauptquartier der NSA Wirtschaftsspionage längst als legitimes Aufgabengebiet gilt. Neben dem internationalen Terrorismus, der Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen und der organisierten Kriminalität. Anfang 1994. Brasilien vergibt ein Satellitenprojekt zur Überwachung des Amazonas an einen französischen Konzern. Wert 1,4 Milliarden Dollar. Doch dann werfen NSA und CIA den Franzosen Bestechung vor. US-Präsident Clinton beschwert sich bei den Brasilianern. Die geben daraufhin einem amerikanischen Unternehmen den Zuschlag. Arbeiten die US-Geheimdienste tatsächlich für fairen Wettbewerb? Ich glaube, der eigentliche Grund liegt natürlich, wer schließt das Geschäft ab, das zu steuern. Dass man dabei über die amerikanische Gesetzgebung die Möglichkeit hat, solche Firmenvorgänge zu beobachten, unter dem Korruptionsaspekt, sie aber dann nachrichtendienstlich auszuwerten, ist eine spezielle Eigenart Amerikas. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe den nachrichtendienstlichen Aspekt im Vordergrund. Für den Informationsfluss wurden längst über das US Department of Commerce, das Wirtschaftsministerium, die nötigen Kanäle geschaffen. Erkenntnisse von CIA und NSA werden so an die Unternehmen weitergeleitet. Im Verbindungsbüro zu den Geheimdiensten herrscht striktes Drehverbot.
Wenn CIA und NSA Informationen darüber sammeln, was ein ausländischer Konzern treibt, ob er zum Beispiel Regierungsbeamte in irgendwelchen Ländern besticht, dann erhalten sie auch Informationen, meinetwegen über die Marktstrategie eines französischen Unternehmens oder die Finanzplanung einer deutschen Firma. Und es ist natürlich nicht akzeptabel, wenn diese Dinge dann weitergeleitet werden. Es ist klar, dass solche Aktivitäten auch früher schon stattgefunden haben. Aber sie sind in den letzten Jahren intensiver geworden, vor allem mit Beginn der Clinton-Administration. In einem Bericht über Wirtschaftsspionage an den amerikanischen Kongress blies das Weiße Haus im Juli 1995 zum Gegenangriff. Im klassifizierten Teil des Berichts heißt es, Frankreich, Israel und Japan spionierten mit aggressiven Methoden amerikanische Unternehmen aus. Auch Deutschland, England und Kanada seien aktiv. Diese Länder haben wirtschaftliche und technische Informationen in den USA im Visier, obwohl sie mit den USA freundschaftliche Beziehungen pflegen. Die Clinton-Administration hat die Industriespionage zu einer nationalen Bedrohung erklärt, hat ihre Nachrichtendienste angewiesen, auf die zum Teil aggressiven Angriffe ebenso aggressiv zu reagieren. Droht also jetzt ein Wirtschaftskrieg unter Freunden? Bernd Schmidbauer, Staatsminister im Bundeskanzleramt, ist Koordinator der deutschen Geheimdienste. Der ihm unterstehende BND schrieb schon 1991 in einer vertraulichen Analyse, die amerikanischen Nachrichtendienste sollen verstärkt Wirtschaftsspionage betreiben und so zur wirtschaftlichen Sicherheit der USA beitragen. Sind die Vorwürfe der Clinton-Regierung berechtigt oder dienen sie nur der Irreführung? Ich halte es für völlig falsch, dass ein Auslandsaufklärungsdienst, der die außenpolitische, sicherheitspolitische Relevanz zu überprüfen hat, uns dort die Informationen geben soll, auch noch auf dem wirtschaftlichen Sektor genutzt wird. Ich halte das vom Ende her betrachtet für eine sehr ungünstige Situation, gerade mit Partnern. Da sind dann Misstrauen, das entsteht. Da sind dann Vorbehalte, die entstehen. Auch was die freie und faire Wettbewerbssituation im Ausland anlangt. Ich lehne das ab, verfolge natürlich sehr aufmerksam die Diskussionen in Frankreich, in den Vereinigten Staaten. Und die Berichte an den Kongress sind ja dazu angetan, sich mit dieser Materie zu beschäftigen. Washington. Von der deutschen Botschaft schwärmen, glaubt man der Clinton-Regierung, die Wirtschaftsspione aus. Ebenso von den diplomatischen Vertretungen Frankreichs und Japans. Dabei sollten die Amerikaner lieber vor der eigenen Tür kehren. Im Februar 1995 weist Frankreich 5 CIA-Agenten aus, darunter den Pariser Stationschef. Ihnen wird Spionagetätigkeit unter anderem gegen den französischen Konzern France Telecom vorgeworfen. US-Botschafterin Pamela Harriman bezieht diplomatische Prügel in aller Öffentlichkeit. Denn die Affäre wird erstmals nicht diskret geregelt. Georgetown, der alte historische Stadtteil von Washington. Ein beliebtes Pflaster für Agenten aller Couleur. Wir sind mit einem Joe verabredet. Alle Gesprächspartner der US-Geheimdienste werden Joe genannt. Treffpunkt: das Restaurant Paolos an der Wisconsin Avenue. Nebenan entwischte 1985 ein prominenter KGB-Überläufer seinem Joe von der CIA. Unser Joe gewährt uns Einblick in einige interne Papiere, die er später wieder mitnimmt. Außerdem macht er deutlich, dass die Bundesbank in Frankfurt ein Priority-Target, ein vorrangiges Ziel amerikanischer Aufklärung sei, wegen der währungspolitischen Entscheidungen des Zentralbankrates. Die Bundesbank verweigert dazu eine Stellungnahme. Geht von einigen Diplomaten an der Bonner US-Botschaft eine geheimdienstliche Gefahr aus? Ja, das sind getarnte Nachrichtenoffiziere, die unter dem Mantel des Diplomaten getarnt an den einzelnen diplomatischen Einrichtungen untergebracht sind. Wenn ich mir ansehe, wie zum Beispiel die amerikanische Botschaft hier in der Bundesrepublik repräsentiert ist, dann finde ich, ist sie überverhältnismäßig stark.
Karkowski weiß, wovon er spricht. Doch unseren amerikanischen Freunden lassen wir eben vieles durchgehen. Das Meer an guten Ideen sichert unserem Lande im Bereich Innovation den weltweit dritten Platz hinter Japan und den USA. In einem Informationsvideo des Bundesamtes für Verfassungsschutz über Wirtschaftsspionage werden nach wie vor die alten Feindbilder gepflegt. Als kämen Agenten immer nur aus der Kälte, aus dem Osten. In vielen Ländern besteht erheblicher Nachholbedarf. Etliche Staaten unternehmen es nach wie vor, sich Know-how zum Nulltarif beschaffen zu wollen. Sie haben ihre Nachrichtendienste nicht abgerüstet. Wirtschaftsspionage durch amerikanische Agenten ist beim Bundesamt für Verfassungsschutz ein Tabuthema. Anders beim Generalbundesanwalt. Wenn die diese Dinge aufdecken, sind sie ja nicht zur Anzeige verpflichtet. Das ist ja der Unterschied zwischen Nachrichtendiensten und einer Strafverfolgungsbehörde. Ich kann nicht ausschließen, dass auf der nachrichtendienstlichen Ebene schon bislang manches mit dem Mantel der Liebe zugedeckt worden ist, aber im Strafverfolgungsbereich wird das nicht gehen. Das ist für uns selbstverständlich auch ein völlig neues Denken. Bisher hatte man ja doch sehr stark dieses Schwarz-Weiß-Denken, östliche Nachrichtendienste, das MFS war ein fester Begriff, KGB war ein fester Begriff. Heute wird man wohl stärker inhaltlich differenzieren müssen, denn es kann selbstverständlich nicht auf den Namen des Dienstes oder der Dienststelle ankommen, sondern es kommt auf die nachrichtendienstliche Methodik an. Verhandlungen wie jene über das Welthandelsabkommen GATT zählen zu den wichtigsten Aufklärungszielen der amerikanischen Nachrichtendienste. Aber sicher nicht nur der. Doch vermutlich gehen Franzosen, Japaner und Deutsche nicht so hemmsärmlich vor, um die Verhandlungspositionen anderer Staaten auszuspionieren. Genf, Ende Juni 1995. Der US-Beauftragte Kantor verhandelt mit seinem japanischen Kollegen Hashimoto über Autoexporte. Zum Frühstück bekommt Kantor tagtäglich die Ergebnisse der nächtlichen Beratungen in der japanischen Delegation serviert. Die Hotelsuite der Japaner und die aus ihr geführten Telefongespräche mit Tokio sind von CIA und NSA systematisch abgehört worden. Abe Schulzky ist Mitarbeiter der renommierten amerikanischen Denkfabrik Rand Corporation und Autor mehrerer Fachbücher über Spionage. Schulzky kritisiert die Dienste wegen dieser Affäre. Es war eine ziemlich unsinnige Aktion, obwohl vielleicht nicht einmal ungesetzlich. Solche Verhandlungen stellen eben ein Aufklärungsziel der US-Regierung dar. Auf der anderen Seite sind die Kosten und politischen Gefahren einer solchen Operation sehr groß. Man muss das schon als unverschämt bezeichnen. Das wäre besser nicht gemacht worden. Wenn man akzeptiert, dass es hier um wirtschaftliche Bedrohung und wirtschaftliche Sicherheit geht, dann werden Länder, die bislang als Alliierte galten, plötzlich zu potenziellen Feinden. Paris. Informationen zu beschaffen gehört zu den Aufgaben der Geheimdienste, wie Desinformationen zu streuen. Und Opfer sind in der Regel auch Täter. Die Franzosen seien keinen Deut besser als die Amerikaner, betrieben mit ziemlicher Schamlosigkeit Wirtschaftsspionage, sagt man uns immer wieder. Im 20. Bezirk am Boulevard Montier hat der französische Auslandsnachrichtendienst DGSE seinen Sitz, direkt neben einem Schwimmbad, was der DGSE-Zentrale den Kosenamen La Piscine eintrug. Anfang 1993 bekam die CIA eine lange Liste der DGSE, die hinter diesen Mauern operiert, in die Hände. In der Liste waren die wichtigsten amerikanischen Aufklärungsziele der Franzosen verzeichnet. Boeing, Lockheed, McDonnell Douglas, Martin Marietta, Motorola, General Dynamics, Texas Instruments. Bei Boeing in Seattle, so wird wenig später bekannt, sind die DGSE-Agenten vornehmlich an dem Navigationssystem des neuen Jumbos interessiert. Mit hochmoderner Abhörtechnik fangen die Franzosen während der ersten Testflüge Messergebnisse ab. Leiten sie offenbar an das europäische Airbus-Konsortium weiter. Dort ist gerade der vierstrahlige Airbus 340 in der Entwicklung. Ortswechsel. Wir haben von Paris aus eine lange Reise angetreten. Auf dem Weg zu Claude Silberzahn.
Er war bis Mitte 1993 Chef des französischen Auslandsnachrichtendienstes DGSE. Nach längerem Zögern hat er sich zu einem Fernsehinterview bereit erklärt. Das erste Mal überhaupt. Silberzahn kam 1989 als erster Zivilist auf diesen Posten, sollte den Dienst nach dem Attentat auf die Rainbow Warrior neu ordnen. Welche Bedeutung, so wollen wir wissen, hat Wirtschaftsspionage für die Geheimdienste? Tous les services des grandes démocraties font du renseignement économique. Alle Dienste der großen Demokratien betreiben Wirtschaftsspionage. Sie haben die Aufgabe, die versteckten Seiten zu erkunden. Und dabei spielt die Wirtschaft eine ganz und gar entscheidende Rolle. Nach dem Ende des Kalten Krieges stellt sie heute den größten Machtfaktor der Industriestaaten überhaupt dar. Bedeutender noch als die militärische Stärke. Und deshalb betreiben alle Nachrichtendienste der großen demokratischen Länder Wirtschaftsspionage. Wir fragen nach der Liste mit den Aufklärungszielen seines Dienstes in den USA, darunter auch zahlreiche Banken. Ist diese Liste echt? Und welche Wirtschaftsinformationen hat die DGSE in den USA beschafft und an französische Unternehmen weitergeleitet, zum Beispiel an das Airbus-Konsortium? Oh, darauf werde ich nicht antworten. Im Westen von Paris liegt der Mont Valérien. Und dort oben steht eine der französischen Abhöranlagen, mit der die DGSE den internationalen Telefon- und Faxverkehr abfangen kann. Silberzahn räumt ein, dass dabei gezielt Wirtschaftsspionage zugunsten der staatlichen Konzerne betrieben werde. En France, tout un secteur où l'État n'est pas seulement un État régalien. In Frankreich ist der Staat nicht nur für die Gesetze verantwortlich, sondern er ist auch Unternehmer. Es gibt ja staatliche und halbstaatliche Betriebe. Und deshalb stimmt es, dass der französische Staat jahrzehntelang mit seiner rechten Hand gewissermaßen den Markt regulierte und mit der linken Hand seine Nachrichtendienste dafür nutzte, Informationen für seine Wirtschaftsunternehmen zu beschaffen. Les services pour son entreprise économique. September 1993. In Südkorea konkurrieren der französische GEC Alstom-Konzern und das deutsche Siemens-Konsortium um einen Milliardenauftrag. Wird in Zukunft der TGV oder der ICE über die koreanischen Schienen rasen? Die Franzosen bekommen den Zuschlag. Siemens beschwert sich öffentlich, das Angebot für den ICE sei besser gewesen. Es seien vertrauliche Faxe von den Franzosen abgefangen worden. Doch es gibt auf koreanischer Seite womöglich noch andere Gründe für den TGV. Jedenfalls stellt Siemens-Chef Pierer umgehend klar, man werfe dem französischen Konkurrenten keineswegs Industriespionage vor, obwohl man Hinweise über mögliche Fremdzugriffe auf unsere Kommunikationskanäle besitze. Il est non moins évident que quand un service spécial. Es ist offensichtlich, dass ein Dienst, wenn er gut arbeiten will, mehr wissen muss als Diplomaten und Geschäftsleute. Das gilt vor allem für die Entscheidungsfindung in Ländern, in denen Undurchsichtigkeit die Regel ist. Silberzahns Antwort ist sibyllinisch. Er kenne zwar keine Details über den koreanischen Fall, weil das nach seinem Ausscheiden aus dem Amt passiert sei, sagt er. Aber grundsätzlich gelte: Es zählt zu den Aufgaben der Geheimdienste, offene und geheime Quellen zu nutzen, gewissermaßen die weißen, grauen und schwarzen Aspekte bei der Vergabe von solchen Großaufträgen zu durchleuchten und zu analysieren. Und das ganz besonders in entfernten Ländern. In Korea blieb der ICE auf der Strecke. Wirtschaftsspionage gefährdet Arbeitsplätze auf der Seite der Opfer. Aus Wettbewerb wird erst Konkurrenzkampf mit unlauteren Methoden, dann Wirtschaftskrieg. Dass die DGSE bei Verhandlungen über Großverträge eingeschaltet wird, um vor Ort die Rahmenbedingungen zu klären, bestätigt, es geht auch den Franzosen zuallererst um die Wahrung ihrer Interessen. Man muss einfach sich bewusst werden, dass politische Freunde
in Wirtschaftsfragen, wenn sie konkurrieren, durchaus harte Gegner sein können und auch nicht davor zurückscheuen, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen. Autosalon in Tokio. In keiner anderen westlichen Industrienation werden die Interessen der großen Konzerne, zum Beispiel im Automobilbau und in der Elektronik, dermaßen zentralistisch vertreten wie in Japan. Das mächtige Wirtschaftsministerium MITI engagiert sich insbesondere für ein Kartell der größten japanischen Industriekonzerne. Ein Heer von Analytikern sammelt Informationen aus aller Welt, die für das Kartell von Interesse sein könnten. MITI betreibt aber nicht nur wirtschaftliche Aufklärung, so wird uns gesagt, sondern auch Wirtschaftsspionage. Wie ein Nachrichtendienst. In Kalifornien wurde vor einigen Jahren ein Wissenschaftler erwischt, der im Auftrag von 4 Firmen des japanischen Kartells Software des SDI-Projekts gestohlen hatte. Der Spion räumte ein, von den Japanern mit umgerechnet 1 Million Mark für die geheimen Computerprogramme bezahlt worden zu sein. Die Japaner, soweit wir das aus einigen Vorfällen wissen, betreiben Wirtschaftsspionage durch ihre Konzerne und das MITI. Sie versuchen, amerikanische Manager zu rekrutieren, um Betriebsgeheimnisse zu stehlen. Darüber hinaus ist auch der staatliche Nachrichtendienst, zumindest was die elektronische Spionage angeht, damit befasst, wirtschaftliche Geheimnisse zu beschaffen. In einer vertraulichen, von der CIA finanzierten Studie Japan 2000 heißt es: Die japanische Handelsorganisation JETRO verfügt über einen eigenen strategischen Nachrichtendienst, der als sehr effektiv gilt. JETRO gehört zum Wirtschaftsministerium MITI und ist mit mehr als 70 Auslandsbüros in 57 Staaten vertreten, auch an der Düsseldorfer Königsallee. Wir haben uns zu einem Besuch angesagt, wollen den Vorwürfen nachgehen, die in Japan 2000 und anderen Untersuchungen gegen JETRO erhoben werden. Mehr als 600 Mitarbeiter sind für die Auslandsbüros der JETRO tätig, davon die Hälfte Japaner. Offizieller Auftrag der Organisation ist die Förderung des internationalen Handels mit Japan. Tatsächlich geht es aber in erster Linie darum, Informationen aus allen zugänglichen Quellen zu beschaffen und zur Auswertung an das MITI weiterzuleiten. Haru Mochizuki, Generaldirektor der Düsseldorfer JETRO-Vertretung, steht mit seinen Vorgesetzten in Tokio in enger Verbindung. Sind die Japaner einfach nur sammelwütig? Bedienen sie sich lediglich aus offen zugänglichen Quellen? Oder betreiben sie auch Wirtschaftsspionage? Wir konfrontieren Mochizuki mit den Vorwürfen gegen seine Organisation. Wie können wir unsere Informationen hier bekommen? Nun, natürlich hauptsächlich durch Quellen wie Zeitungen, Magazine und so weiter. Aber natürlich versuchen wir auch, mit den Verantwortlichen in den deutschen Industrieunternehmen in Kontakt zu bleiben. Wir führen keine Aktivitäten wie Wirtschaftsspionage durch oder irgendetwas dergleichen. Wir sammeln ausschließlich aus legalen Quellen, basierend auf den freundschaftlichen Beziehungen mit den wichtigen Leuten aus der deutschen Industrie. Da bleiben Zweifel. In einer Studie des Forschungsinstituts für Friedenspolitik heißt es, JETRO befasse sich ausschließlich mit der offenen oder verdeckten Beschaffung wirtschaftlicher Informationen aus dem Ausland. Die Japaner betreiben zu 90% Wirtschaftsaufklärung aus offenen Quellen, aber zu 10% auch mit klassischen nachrichtendienstlichen Methoden. Auch da hat die JETRO eine Schlüsselfunktion. Das heißt, sie sammelt nicht nur alle offenen, verfügbaren Daten über Wirtschaftsprozesse, Technologien und Patente, sondern sie steuert auch den Agenteneinsatz in den jeweiligen Zielländern. JETRO arbeitet mit dem ganzen klassischen Spektrum von nachrichtendienstlichen Methoden, das heißt auch Erpressen von Managern, Stehlen von Papieren und dergleichen. Wer mit japanischen Managern oder JETRO-Mitarbeitern in Kontakt kommt, sollte darauf achten, dass er nicht ins Plaudern gerät.
in einem Bürohochhaus. Wir sind mit einem Spezialisten für Spionagetechniken unterwegs, zu seinem Arbeitsplatz. Das ist jetzt die Wanze, die ich in die Telefonleitung schalten kann. Hier ist zum Beispiel das frequenzbestimmende Element. Hier ist ein Regler, der dafür sorgt, dass die Wanze nur dann in Betrieb geht, wenn auf der Telefonleitung Verkehr, das heißt ein Faxsignal, übertragen wird. Ich schalte sie an diesen beiden Drähten an die Telefonleitung. Hier ist die Antenne und das Ganze kann ich in leicht 2 Minuten in eine Telefondose einbauen. Einige der sogenannten Sicherheitsberater lassen sich von Unternehmen dafür engagieren, die Konkurrenz auszuspähen. Wir stellen die Frequenz ein. Als nächstes müssen wir dann nach unserem Abhörcomputer scharf machen. Hier können wir sehen, das erste Signal kommt bereits rein. Und ich glaube, wir haben auf den ersten Schlag eigentlich schon einen sehr guten Fang durchgeführt. Die Reichweite hängt natürlich von der Art des Geländes ab, aber in der Regel kann man sagen, etwa um die 500 Meter. Alles, was über die Funkstrecke kommt, wird aufgezeichnet, auch ohne, dass ich hier setze. Ich muss eigentlich nur in der Früh das Gerät einschalten. Und wenn der Datenspeicher des PCs voll ist, das hängt davon ab, wie fleißig die gegenüber sind, das kann in einer Woche sein, nehme ich eben den PC mit allen abgespeicherten Faxen wieder mit. Noch einmal zur OSS-Tagung in Washington. Auch Robert Steele, der Ex-CIA-Agent und Organisator der Veranstaltung, berät amerikanische Unternehmen. Leute wie er, mit den richtigen Beziehungen, haben Konjunktur. Spionage ist eigentlich ungeeignet in einem Zeitalter weit verteilter Informationen. Natürlich braucht man auch weiterhin Spione und elektronische Aufklärung. Aber für die Wettbewerbsfähigkeit geht es in erster Linie um ein Netz, mit dem man alle verfügbaren Informationen aus offenen Quellen beschaffen kann. Und da haben wir unsere Aufgabe, weil die Geheimdienste versagen. Die Dienste haben zu lange nach dem Grundsatz gehandelt, leben und leben lassen, gerade im Bereich der Wirtschaftsspionage. Ich saß unlängst in München mit ihren BND-Direktoren zusammen und fragte sie, wie viele unserer Nachrichtenoffiziere in der Botschaft ihnen bekannt seien. Ich schätzte 75%. Ihre Körpersprache sagte mir 90% oder mehr. Also ist man überhaupt noch ein Spion, wenn die Gegenseite einen kennt und unter Kontrolle hat? Diese Erkenntnis machen sich clevere Ex-Agenten wie Steele zunutze. Sie operieren im verdeckten Auftrag, für die Dienste oder für finanzkräftige Unternehmen. Je suis tout à fait contre la privatisation de la fonction. Ich bin absolut gegen eine Privatisierung der Nachrichtendienste. Warum? Weil ein Geheimdienst in einer Demokratie kontrolliert wird. Es gibt Gesetze, es gibt sogar, wage ich zu sagen, meistens jedenfalls eine Moral. Das ist nicht der Fall bei privaten Nachrichtendiensten. Sie erhalten ihre Aufträge, das zu erledigen, was ich die Drecksarbeit nenne, direkt von den Unternehmen. Bad Aibling. Die etwas verschlafene bayerische Kleinstadt zwischen München und Salzburg ist eine Art Außenposten des amerikanischen Geheimdienstes. Bad Aibling Station, etwas außerhalb der Stadt gelegen, gehört zur NSA, der National Security Agency. Auf dem Gelände, so besagt das Schild, herrscht strengstes Verbot zu filmen, zu fotografieren oder Skizzen anzufertigen. Ein Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges, als man sich vor sowjetischen Spionen fürchtete. Von oben aus hat man einen guten Überblick über die Lauschanlage. Sie ist nach Manwith Hill in England die größte ihrer Art außerhalb der USA. Ihre Aufgabe? Kommunikationssatelliten anzapfen, Funk- und Fernmeldeverkehr in Osteuropa und Russland abhören. Doch mehr und mehr orientiert sich die NSA auch in Bad Aibling nach Westen. Am Rande des Geländes betreibt der BND sein Objekt Seeland, darf an der Lauschaufklärung der NSA partizipieren, gewissermaßen als kleiner Freund des großen Bruders.
Doch wenn es um ureigenste amerikanische Interessen geht, hört die Freundschaft auf. Pullach, südlich von München. An den Ufern der Isar, beiderseits der Heilmannstraße, liegt die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes, wie es sich gehört, mit Kameras bewehrt. Schätzungsweise 3.000 bis 4.000 Mitarbeiter arbeiten hinter diesen Mauern, versorgen die Bonner Regierung mit geheimen und weniger geheimen Erkenntnissen aus aller Welt. Auch die deutsche Wirtschaft. Ich kenne die Vorwürfe, die erhoben werden, Frankreich gegenüber, Japan gegenüber. Es gibt da so halbkonkrete Beispiele, die da immer genannt werden. Ich schließe das aus für die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben keine Priorität gesetzt, wir haben kein Aufgabenprofil für unseren Dienst in dieser Weise gegeben. Und immerhin geben wir die Arbeitsprofile unseres Auslandsaufklärungsdienstes vor. Und dort kommt dies nicht vor, wird auch nicht vorkommen. Ein Dementi. Ist es glaubwürdig? Und selbst wenn für den BND keine Vorgabe existiert, was ist mit Informationen, die zufällig aus dem Äther gefischt werden? In Höfen an der belgischen Grenze liegt diese geheime Lauschanlage des BND ziemlich genau auf der Linie Bonn-Paris. Offiziell residiert hier eine Bundesstelle für Fernmeldestatistik. Aber das ist nur eine ziemlich einfallslose Legende. Der Bundesnachrichtendienst genießt bei der elektronischen Aufklärung durchaus einen guten Ruf. Könnte von hier aus problemlos französische Firmen abhören. Geheime Tätigkeitsdarstellungen für die Lauscher in Höfen illustrieren, dass der BND bei der Erfassung mit einem Hochleistungscomputer arbeitet, einer Wortbank, die automatisch wichtige Texte auswählt. An einem oberbayerischen See. Wir sind mit einem Informanten verabredet, einem deutschen Joe sozusagen, in einem von uns vorgeschlagenen Lokal. Da er lange einem Dienst angehörte, mussten wir ihm absolute Vertraulichkeit zusichern. Er weist uns auf eine Schweizer Firma hin, die unter dem Einfluss von NSA und BND stehe, die Krypto AG in Zug. Der Clou bei der Geschichte, so sagt unser Joe, die Firma Krypto produziere Verschlüsselungsgeräte für Telefon- und Faxanlagen, mit denen man sich gegen Wirtschaftsspionage schützen könne. Aber der BND besitze für eigene Zwecke einen Nachschlüssel. Das Unternehmen wurde 1952 durch den schwedischen Chiffrierexperten Boris Hagelin gegründet. Ab 1970 sind die Eigentumsverhältnisse unklar. Seit dieser Zeit, so behauptet ein früherer Krypto-Ingenieur, habe es nicht nur enge Kontakte zum BND gegeben, sondern auch zur NSA. Es sei eine absolut sichere Tatsache, dass ausländische Dienste Kryptogeräte manipulieren. Wenn das stimmt, dann verkauft die Krypto AG weltweit an ihre Kunden vermeintlich abhörsichere Telefone und Faxgeräte, in die BND und NSA nach Bedarf eindringen können. Zu Ihren Kunden, nehme ich mal an, gehören Großbanken, Industrieunternehmen. Das ist richtig, ja. Vorwiegend Banken und dann an zweiter Stelle Industrieunternehmen. Also wer ist eigentlich der Eigentümer der Firma Krypto? Der Eigentümer, wenn Sie als Eigentümer die Aktieninhaber bezeichnen, ist es eine Stiftung in Liechtenstein. Diese Stiftung wurde dazumal vom Firmengründer, von Herrn Boris Hagelin, gegründet. Die Firma gehört der Stiftung. Das hat den Vorteil, dass die Firma nicht veräußert werden kann, nicht zweigeteilt, nicht aufgekauft werden kann. Das ist allenfalls die halbe Wahrheit. Denn seit 1970 werden Aktien des Unternehmens von der KPMG, Deutsche Treuhandgesellschaft in München, treuhänderisch verwaltet. Steckt dahinter womöglich ein Engagement aus dem Dunstkreis des Bundesnachrichtendienstes? Es gibt keine Beziehungen zum BND. Es gab auch keine Beziehung zum BND? Nein. Merkwürdig allerdings, vor Jahren schon wurde ein Schweizer Krypto-Mitarbeiter entlassen, weil er, wie es in einem Dossier des Staatsschutzes in Bern heißt, vom westdeutschen Verteidigungsministerium als Sicherheitsrisiko taxiert worden war. Ich kann dazu keine Auskunft geben, weil ich zu der Zeit noch nicht in der Firma bin und auch niemanden gefunden habe, der die damaligen Vorgänge genau kennt. Geheimnisse bleiben geheim. Auch gegenüber dem BND? Oder dient die Stiftung in Liechtenstein nur als Tarnung für enge Beziehungen zum deutschen Auslandsnachrichtendienst? Was können Sie gegenüber diesen vielen Indizien als beweiskräftig auf den Tisch legen, dass die Stiftung uns ist und nichts dahinter steht? Ich
Sorry, verzeihen, aber das ist nichts fürs Fernsehen. Das stellen Sie mal schnell ab. Wenn das vielleicht innerhalb von einer Woche in irgendeiner Form noch mal geklärt werden könnte hier im Haus. Und, können Sie das per Fax oder per Post machen? Dass ich mich einfach davon überzeugen kann. Ja? Okay. Gut. Dann meldet sich die Krypto AG doch nicht. Das räumt den Verdacht nicht gerade aus, dass der BND weltweit bei Großbanken und Industrieunternehmen die Kryptogeräte kaufen, mithören und mitlesen kann, wenn er will. Der Mann im Wachhäuschen telefoniert mit seiner Dienststelle. Er hat uns sofort entdeckt. Kurz hinter Husum, direkt hinterm Deich. Auch dies ist ein Lauschposten des BND und auch hier wieder die Legende, Bundesstelle für Fernmeldestatistik. Was genau der Bundesnachrichtendienst hier hoch im Norden aufklärt, unterliegt selbstverständlich der Geheimhaltung. Offensichtlich ist, dass er an der Westküste Schleswig-Holsteins eher den atlantischen Raum abhört als den Osten. Die Antennen gehören zum Objekt Castagnette, das etwa 200 Meter entfernt mitten in einem Wohngebiet liegt. Castagnette ist die größte Abhöranlage des BND. Zwischen 1988 und 1993, also nach Ende der militärischen Bedrohung durch die Rote Armee, wurden 40 Millionen Mark aus dem Verteidigungshaushalt in die Aufrüstung des Lauschpostens investiert. Aber wofür? Gewiss ist, dass der BND mit seinen elektronischen Ohren, wie hier in Husum, gewichtige Informationen gewinnt. Auch für die deutsche Wirtschaft und sogar für einzelne deutsche Unternehmen. Ungewiss ist, ob und über welche Kanäle diese Informationen an die Firmen fließen. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, sollten die Konkurrenten auf den Weltmärkten, also vornehmlich die Amerikaner, die Japaner und die Franzosen, weiterhin schamlos die deutsche Wirtschaft ausspionieren, werde man sich zu wehren wissen. Das klingt durchaus wie eine Drohung. Demnächst sitzen BND, NSA und DGSE womöglich mit den gleichen Antennen, mit der gleichen Abhörelektronik, bei demselben Telefonat zweier Geschäftspartner in der Leitung, um Informationen zu stehlen. Und am Ende hat keiner einen Vorteil davon. Das gehört zu den Absurditäten der Geheimdienste in der heutigen Zeit. Council does grant.